So, jetzt dürfte alles klappen. Ich sage nochmal herzlich willkommen beim Podium mit dem Netzwerk Ökonomischer Wandel. Wir haben jetzt 1,5 Stunden Zeit, mit drei Vertreterinnen aus dem Netzwerk darüber zu sprechen, wie wir gemeinsam auch in der Rolle dieses Netzwerkes eine solidarische, ökologische und demokratische Wirtschaftsweise voranbringen. Wir sind zu dritt hier oder ihr seid zu dritt hier. Es gibt insgesamt 6 Vertreterinnen, die dieses Netzwerk initiiert haben. Und genau, zum Ablauf ganz kurz. Ich werde gleich euch drei noch vorstellen und dann werden wir darauf eingehen, was dieses Netzwerk eigentlich ist und was dieses Netzwerk will. Und dann werden wir die Hälfte der Zeit, also die letzte Dreiviertelstunde, für die Publikumsfragen verwenden. Und dafür sind Nina und Johannes dabei, die dann auch uns helfen, aus den ganzen vielen Fragen aus dem Chat die zentralen Fragen rauszukristallisieren, damit es da eine gute Struktur für gibt. Genau. Ja, schön, dass wir jetzt alle hier sind und dass es technisch alles klappt. Dann würde ich jetzt direkt mal einsteigen. Genau. Mein Name ist übrigens Karin Walter. Ich bin sozusagen im erweiterten Unterstützerkreis des Netzwerkes und kenne deshalb die Referentinnen auch ein bisschen. Genau, wir haben hier Silke Helfrich. Silke steht hier für die Strömung der Commons. Ich erzähle mal zu allen auch ein bisschen was Biografisches. Das ist ja auch mal ganz spannend. Silke hat romantische Sprachen studiert und Gesellschaftsgestaltung mit ökonomischem Schwerpunkt, hat bei der Böll-Stiftung gearbeitet und zwar in Zentralamerika und hat dort das Regionalbüro für Zentralamerika geleitet. Und sie war auch am ISS, dem Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung, Fellow. Und weshalb sie natürlich jetzt hier ist, und dieses Netzwerk mitgegründet hat, ist, dass sie Mitgründerin des deutschsprachigen Commons-Institutes ist, das sich als die Organisation versteht, die Commons hier auch ganz stark im deutschsprachigen Raum vorantreibt. Genau, und da es da üblich ist, bei Podien auch immer zu sagen, was die letzten Veröffentlichungen sind. Das letzte Buch hat sie zusammen mit David Bollier veröffentlicht. Das heißt Frei, fair und lebendig, die Macht der Commons. Genau. Schön, dass du da bist, Silke. Dann stelle ich als nächstes Matthias Schmelzer vor. Er spricht hier aus Perspektive der Diglos-Bewegung und ich stelle ihn jetzt mit seiner Arbeit im Konzeptwerk zuerst vor. Dort ist sein Schwerpunkt Alternativen zum Kapitalismus und hat auch eine Lohnarbeit als Wirtschaftshistoriker er ist Wirtschaftshistoriker und arbeitet am Institut für Soziologie in Jena zu ähnlichen Themen. Und das Thema Zukunft für alle, was ja auch Titel des Kongresses ist, es begleitet ihn schon lange, er hat dazu auch an dem Buch mitgearbeitet, was er sozusagen diesen Kongress auch mit hervorgebracht hat, oder als Idee mit initiiert hat. Dann den Christian Felber. Christian ist hier für Gemeinwohlökonomie, er ist aus Wien zugeschaltet. Christian hat vor 20 Jahren ATTAC Österreich mit aufgebaut und war dort sehr aktiv und hat dann als eigenen Strang, also als eigene Idee, wie man Wirtschaften anders organisieren kann, die Gemeinwohlökonomie im deutschsprachigen Raum mit aufgebaut. Und treibt diese auch international stark voran inzwischen. Das ist ein großer Schwerpunkt. Er ist auch Scholar am ISS-Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung. Und eine Selbstbeschreibung, die er gerne mit reingibt, ist, dass er sich als tanzenden Wirtschaftsreformer gerne vorstellt. Das sozusagen ganz kurz der Blick auf die drei Menschen hier auf dem Podium. Und damit können wir auch schon direkt inhaltlich einsteigen. Nein, ich darf nicht vergessen, noch die anderen vorzustellen, die nicht jetzt hier dabei sind, damit das Podium auch nicht zu voll wird. Das sind Dagmar Emshoff,
Dag Malmsdorf ist im Netzwerk für die solidarische Ökonomie, also mit einem starken Genossenschaftsschwerpunkt und anderen Strukturen. Thomas Dönnbrink ist auch Mitinitiator. Er ist dabei für die kollaborative und ko-kreative Ökonomie. Und Friederike Habermann als Vertreterin des tauschlogikfreien Wirtschaftens. Genau. Dann würde ich jetzt euch bitten, erstmal Now vorzustellen. Und die konkrete Frage dazu ist, was ist Now eigentlich? Was ist der gemeinsame Vorschlag, den ihr in die Welt bringt gerade? Was ist das Neue daran? Und wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ihr euch zusammengetan habt? Und ich würde bitten, dass Silke dazu vielleicht einen kleinen Einstieg macht. Dann müssen wir natürlich ein paar Jahre zurückgehen, und zwar genau ins Jahr 2013. Ich weiß nicht, wie es den Menschen geht, die jetzt hier zuhören, aber es sind ja in diesem Diskurs über Alternativen, da hört man ganz viele Schlagworte, Postwachstum und Tauschlogik, Freiheit und Commons und Gemeinwohlökonomie und kollaborative Ökonomie und Share Economy und so weiter und so weiter. Und wir hören immer wieder, das schafft Verwirrung. Das ist seit etwa 10 Jahren so. Und da haben wir uns gedacht, der erste Punkt wäre erstmal, uns besser kennenzulernen und auch besser zu verstehen, was verbindet uns und was unterscheidet uns. Sind wir eigentlich irgendwie unterschiedlich oder auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs? Sind wir strategisch gemeinsam ausgerichtet oder nicht? Und wir haben uns schlicht getroffen. Wir haben uns mit mehreren Menschen getroffen, nicht nur die, die jetzt hier dabei sind, sondern noch mehr, in Nürnberg. Und deswegen hieß das Nürnberg-Netz und ist aber als solches nie an die Öffentlichkeit gegangen, sondern hat eben versucht, intern diese Fragen zu klären. Und irgendwann waren wir damit durch. Wir hatten verstanden, was uns verbindet und auch was uns unterscheidet, aber ich glaube, es ging dann darum zu verstehen, dass es nicht um die Vernetzung der Vernetzung willen geht, sondern dass wir quasi eine Ebene tiefer gehen müssen, um aus dieser Vernetzung heraus eine neue Kraft zu entfalten. Und da sind wir nochmal in die Reflexion gegangen, eben um diese Ebene tiefer zu kommen. Und diese Reflexion haben die 6 Personen, von denen du gerade geredet hast, angestoßen. Das heißt, das war in Potsdam, aber das heißt jetzt eben nicht Potsdam-Netzwerk, sondern NOW, Netzwerk ökonomischer Wandel. Super. Matthias, magst du noch ergänzen? Gerne. Schönen guten Morgen alle. Silke hat, glaube ich, schon so den Kern des Grundanliegens gut skizziert. Viele Menschen sehen, dass wir ein anderes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem brauchen. Aber die Grundfrage ist und auch die Grundverursachung, die das auslöst, wie sieht eigentlich dieses andere System aus? Kann das überhaupt funktionieren? Kann es sowas geben? Und mit vielen Leuten, denen ich spreche, gibt es den Wunsch nach was anderem, die Einsicht in die Notwendigkeit für ein anderes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, aber eben die große Verunsicherung, ob es sowas geben kann. Und man sich dann damit genauer beschäftigt, gibt es viele Einzelvorschläge vom Grundeinkommen, Arbeitszeitverkürzung, der solidarischen Ökonomie und so weiter. Es gibt aber auch Vorschläge auf der Systemebene, die unterschiedlich ausgerichtet sind. Und diese Unterschiedlichkeit kann zu dem Eindruck führen, dass wir eigentlich nicht wissen, wie eine andere Ökonomie aussieht. Wir glauben aber, dass wir eigentlich relativ viel wissen und dass es einen großen Bereich der Überschneidung gibt, der eigentlich so groß ist, dass wir gerne an die Öffentlichkeit gehen wollen und sagen, so ungefähr sind die Konturen einer anderen Wirtschaft. Das ist der Kompass, mit dem wir voranschreiten können. Es reicht nicht zu sagen, wie es oft gesagt wird, there are many Alternatives, sondern wir können auch sagen, es gibt eine. Auf der Systemebene, auf der makroökonomischen Ebene gibt es eine Alternative und wir wissen ungefähr, was die Wege sind, die uns dahin führen können, vielleicht eine Hegemonie aufzubauen, die die Alternativlosigkeit des Kapitalismus durchbricht. Vielen Dank, Matthias. Christian, ihr habt euch ja zusammengesetzt, um auch diese 3 Wege, die auf eurer Webseite sind, auch zu besprechen. Das ist sozusagen auch Ergebnis von einem langen Diskussionsprozess, wo eure Gemeinsamkeiten und eure Unterschiede auch deutlich werden. Magst du mal diese 3 Wege, die NOW beschreiten möchte, ein bisschen erläutern, auch wie die zusammenspielen? Ja, gerne.
Vielleicht aber, um direkt Matthias' Metapher vom Kompass aufzugreifen, haben wir hier einen Kompass geschaffen, der scheinbar gleichzeitig in drei Richtungen zeigt, nämlich auf Gemeingüter, auf Märkte und auf den Staat. Und das ist ja zunächst mal ein Paradox. Es ist ein Paradox aus der Perspektive, dass es sich hier um ein Entweder-Oder handelt. Und das war eben die Verwirrung, von der Silke eingangs gesprochen hat, dass viele nicht wussten, soll es jetzt in Richtung Stärkung des Staates gehen oder soll es in Richtung alles soll zu Commons und Gemeingütern werden gehen oder brauchen wir primär eine tiefe Transformation des Marktes oder überhaupt einen Abschied vom Markt. Und hier sind wir aus dem Entweder-Oder-Denken oder vielleicht sogar aus dem Beauty-Contest ausgestiegen und in eine Beautiful Corporation eingestiegen und haben ein sowohl als auch daraus gebastelt. Jedoch in der Form, dass alle drei strategischen Felder des Wirtschaftens, Märkte, Gemeingüter und der Staat transformiert werden müssen. Bei den Commons geht es im Wesentlichen um einen massiven Ausbau. Bei den anderen geht's, bei den Märkten geht es teilweise um einen Rückbau und einen Umbau. Und beim Staat ist es offen. Da geht es jetzt nicht primär um einen Ausbau oder Rückbau, sondern primär um eine demokratische Transformation. Vielleicht beginne ich bei den Märkten, weil hier gibt es ja auch in der alternativen Szene Stimmen, die am liebsten Märkte gänzlich überwinden würden. Auch weil sie sich nicht vorstellen könnte, dass Märkte jemals vom Kapitalismus befreit werden könnten. Das genau ist aber unsere Grundbedingung. Märkte werden vom Kapitalismus befreit werden oder sie werden nicht Teil des Zukunftskompasses sein. Und genau da haben wir mit der Gemeinwohlökonomie eben einen Vorschlag unterbreitet, wie nicht kapitalistische Märkte aussehen könnten. Die wären nicht nur gemeinwohlorientiert statt gewinnorientiert. Die wären nicht nur auf Kooperation aufgebaut statt auf Wettbewerb, sondern die wären auch, und das ist sehr wichtig, nicht mehr so dominant gegenüber den anderen Bühnen des Wirtschaftens wie heute, sondern sie wären eben vielleicht eines von vier Kleeblättern. Und die anderen sind eben Gemeingüter und der Staat und auch die tauschlogikfreie Wirtschaft oder die Geschenkökonomie. Und damit das Ganze nicht nur ein Nebeneinander ist, sondern konsistent ist, springe ich gleich zum Staat hinüber. Der muss ein demokratischer sein oder er soll sehr viel kleiner sein als heute. Und er sollte genau diese Regulierungsverantwortung übernehmen, dass Märkte gemeinwohlorientiert werden und gleichzeitig, dass Commons rechtlich geschützt und gestärkt werden, damit sie florieren können und damit sie nicht niedergewalzt werden von anderen scheinbaren Naturgewalten, die einfach mächtige Wirtschaftsinteressen sind. Das heißt, die drei müssen zusammenspielen und stehen nicht nur nebeneinander. Und das ist dann eben vielleicht eine neue Ebene des Gesamtkompasses, an der wir begonnen haben zu arbeiten, auf der wir uns gefunden haben. Aber gleichzeitig fühlt es sich an, dass wir erst am Beginn dieser Integrationsarbeit sind und genaueres und detaillierteres erst jetzt auf dem Weg, der vor uns liegt, gemeinsam formuliert und gefunden werden muss. Super, vielen Dank dir, Christian. Wir wollen gerne viel Raum geben für Publikumsfragen. Ihr könnt jetzt auch sehr gerne schon anfangen, eure Fragen in den Chat zu schreiben. Wir haben aber für den Einstieg jetzt nochmal drei Fragen vorbereitet. Und zwar sind das Fragen, von denen wir ausgehen, dass sie sowieso kommen würden oder die auch viel gestellt werden, gerade an uns, auch in anderen Veranstaltungen. Und die erste Frage, wir reden ja oft von kapitalistischen Mechanismen, die zusammenhängen mit Eigentum, mit Lohnarbeit, mit Marktzwängen, Konkurrenzzwängen etc. Was sind denn gemeinsam zentrale ökonomische und politische Mechanismen? Also wie Gesellschaft, wie Wirtschaft funktioniert, die es aus Sicht des Nahnetzwerks braucht, um diese Ziele, die Christian gerade beschrieben hat, voranzubringen? Oder was sind so grundlegende Wirkmechanismen in der Gesellschaft, die ihr voranbringen wollt? Matthias, du musst... Ja, genau. Okay. Die Frage geht an mich, glaube ich. Genau, Matthias, und, genau. Mhm. Genau, also es gibt da eine Reihe von Punkten, die wichtig sind. Ich glaube, so ganz zu Beginn ist es aus unserer Perspektive zentral, dass
also festzustellen, dass wir viele Selbstverständlichkeiten in unseren Köpfen haben und auch in unserem Handeln, in unserem Alltagshandeln, in unserem politischen Handeln und so weiter, die nicht zukunftsfähig sind, zukunftsangemessen transformiert. Die müssen grundlegend transformiert werden. Einige müssen wir hinter uns lassen, andere müssen wir neu erlernen und neu etablieren. Das geht um so grundlegende Begriffe wie, muss es immer vorwärts gehen? Was ist eigentlich ein Freiheitsbegriff? Oder ist ein Freiheitsbegriff, der nur vom Einzelnen, vom Individuum ausgedacht ist, adäquat für eine Ökonomie der Zukunft? Welche Produkte brauchen wir? Von welchen Wirtschaftsbereichen brauchen wir mehr? Von welchen brauchen wir vielleicht auch weniger? Was ist die Rolle von Technologie und so weiter? Es ist aber auch zentral, dass wir das transformieren, wie wir miteinander umgehen. Was sind eigentlich unsere Beziehungsweisen? Beziehen wir uns über Märkte aufeinander, über Macht und Hierarchien oder über Kooperation, kooperatives Verhandeln und solidarisch? Das heißt, ganz grundlegend müssen die Wirtschaftsziele neu verändert, neu gedacht werden. Es geht darum, und da gibt es eine große Gemeinsamkeit in dem Netzwerk ökonomischer Wandel, aber auch weit darüber hinaus, Wachstumszwang, Konkurrenz als Grundprinzip und die Profitlogik zu überwinden und stattdessen sowas wie Bedürfnisorientierung und demokratische Entscheidungen in den Vordergrund zu setzen. Und dabei ist bei diesen drei Grundwegen, die den Kompass von Now ausmachen, ist für uns die Grundrichtung, glaube ich, relativ stark und relativ zentral und unterscheidet auch Now von anderen Netzwerken, die eine ähnliche Stoßrichtung haben. Und zwar diese Grundrichtung, Konkurrenz und kapitalistische Märkte umfassend zurückzudrängen, zum einen, und die Gesellschaft umfassend zu demokratisieren. Was es konkret bedeuten könnte in Bezug auf die Frage nach zentralen ökonomischen politischen Mechanismen, wäre beispielsweise als ein gemeinsames Projekt aus diesen unterschiedlichen Perspektiven die gesellschaftliche Daseinsfürsorge für alle auszubauen auf einer kommunalen Ebene und vor allem jenseits von Märkten. Das heißt, die Frage zu stellen, was brauchen wir eigentlich, was ist eigentlich lebensnotwendig, was wendet die Not und wie kann das allen zur Verfügung gestellt werden in Bezug auf öffentlichen Nahverkehr, Wohnraum, Energie und Ähnliches. Eine zweite zentrale Voraussetzung für die Transformation ist die Frage von Eigentum, vor allem an Produktionsmitteln, das nämlich gerechter verteilt werden muss, teilweise auch in kollektive Formen überführt werden muss und in einigen Bereichen auch zurückgedrängt werden muss. Beispielsweise könnte das heißen, am Wohnungsmarkt Mietshäuser-Syndikatsinitiativen zu stärken, aber auch öffentlichen Wohnungsraum als Recht für alle stärker in den Vordergrund zu stellen, das nicht gegeneinander auszuspielen, sondern zu schauen, wie kann sich beides eigentlich nicht unterstützen. Und die Frage zu stellen, wie können wir eigentlich diese zentralen Lebensbereiche, die notwendig sind, damit alle Menschen gut leben können, von dem Markt entziehen und so das Kapital neutralisieren? Bezogen auf eine private Fabrik könnte es beispielsweise bedeuten, eine solidarische Ökonomie an die Stelle zu setzen, die in gemeinschaftlichem Besitz funktioniert, oder auch weiterzugehen und das Ganze als Commons zu organisieren, also jenseits von Form von Tauschlogik und Märkten, und aber gleichzeitig auch zu schauen, wie können diese Commons oder diese solidarischen Betriebe auch gesamtgesellschaftlich abgesichert werden, damit sie auch langfristig funktionieren und eine tragfähige Alternative für die Gesamtgesellschaft darstellen. Das wären so einige Schlaglichter, die vielleicht verdeutlichen können, wie dieses Zusammenspiel dieser Wege gedacht werden kann. Aber wie gesagt, das hat Christian schon betont, wir sind da noch sehr am Anfang und freuen uns auf die nächsten Monate, wo wir uns vorgenommen haben, dieses Positionspapier, was ihr alle finden könnt auf der Webseite netzwerk-ökonomischer-wandel.org, glaube ich, das zu vertiefen und da ein bisschen genauer in die Details zu gehen. Und ich belasse es erstmal dabei. Vielen Dank, Matthias. Eine wichtige Frage, die immer wieder kommt, ist, wenn man sich diese Idee anhört, die ja sehr viel Zustimmung erfährt gerade und wo es sehr viel Neugierde darauf gibt, was sind eigentlich, warum ist es noch nicht passiert? Ja? Was sind eigentlich die größten Hindernisse auf dem Weg zum Systemwandel, den ihr ein Stück weit anstrebt? Und wie können diese Hindernisse auch überwunden werden? Also was ist eure Strategie ein Stück weit? Und da würde ich gerne Silke bitten, zu antworten. Warum ist das noch nicht passiert? Ja. Ich würde mal sagen, weil wir es mit einem Paradigmenwechsel zu tun haben. Und mit Paradigmenwechseln ist das ja so, das dauert etwa 200 Jahre oder so.
Und die ersten 100 Jahre sind schon rum. Das ist die gute Nachricht. Aber ich will nochmal, bevor ich deine Frage beantworte, nochmal einen kleinen Punkt von vorhin aufgreifen. Wenn Matthias sozusagen von diesem Kompass gesprochen hat und dass wir uns auf der makroökonomischen Ebene sozusagen gemeinsam ausrichten, dann darf man nicht vergessen, dass das nicht bedeutet, dass auf der Mikroebene, auf der konkreten, auf der praktischen Ebene nicht heißen würde, oder umgekehrt, keine doppelte Negation, auf der Mikroebene, auf der praktischen Ebene heißt es, es gibt immer noch ganz viele unterschiedliche Umsetzungen. Das heißt, nicht alles wird gleich und gleich gemacht, aber diese makroökonomische Stoßrichtung, dieser Horizont, dieser Kompass sozusagen, der ist doch das Gemeinsame. Also wir wissen, welche Hürden wir zu überwinden haben, um ganz unterschiedliche, vielfältige Praktiken etablieren zu können. Ne? Also keine Gleichmacherei und kein neuer Ismus, würde ich sagen. Und jetzt aber zurück zu deiner Frage, was sind jetzt die größten Hindernisse auf diesem Weg zum Systemwandel? Vielleicht sind das drei große M's. Monokulturen, mangelnde Vorstellungskraft und Machtverhältnisse. Also Monokulturen haben wir ja nicht nur auf dem Acker, sondern auch und vor allem in den Köpfen, aus den Monokulturen in den Köpfen entstanden Monokulturen auf dem Acker, würde ich sagen. Und aus diesen Monokulturen in den Köpfen entstehen sowas wie Denkblockaden. Der Christian hat schon darauf hingewiesen, dass einer der zentralen Anliegen von uns ist, dieses Entweder-Oder-Denken zu überwinden. Und dieses Entweder-Oder-Denken heißt nicht nur, ist jetzt die Gemeinwohlökonomie cooler als die Tauschlogikfreiheit oder sind die Commons jetzt irgendwie besser als solidarische Ökonomie. Das sind eben nicht die zentralen Fragen. Dieses Entweder-Oder-Denken finden wir aber überall. Ne? Wenn wir Natur von Kultur getrennt denken, wenn wir fragen, mehr Markt oder mehr Staat, wenn wir über Eigentum diskutieren und als das Gegenteil des Eigentums immer gleich das Nichts haben, das kein Eigentum vorstellen, wenn wir in Kategorien wie richtig oder falsch denken oder auch auf die Wirtschaft bezogen, Produktion oder Reproduktion oder eben diese Arbeit, die Lohnarbeit und Care- und Fürsorgearbeit voneinander trennen. Und auch in den Rollenverständnissen finden wir das immer wieder. Da ist der Produzent und da der Konsument. Vielleicht sind die Rollenverständnisse der Zukunft ganz andere. Das heißt, Monokultur des Denkens heißt, in Kategorien der Trennung zu denken und in ganz oft auch in Binaritäten, in zwei Polen. Und daraus entsteht dieses Entweder-Oder, was uns entzweit. Der zweite Punkt, das zweite große M ist unsere mangelnde Vorstellungskraft. Unsere mangelnde Vorstellungskraft, die daraus resultiert, dass wir, weil wir so eingebunden sind in das dominante Wirtschaftssystem und weil wir auch diese Monokulturen des Denkens in der Schule mitbekommen und in der Zeitung lesen und sie im gesellschaftlichen Diskurs allgemein sehr präsent sind, haben wir auch wenig Wissen darüber, wie es anders gehen könnte. Und uns fehlt schlicht keine Zeit, nach 8 Stunden Lohnarbeit, auch die alternative Praxis. Also wir wissen tatsächlich nicht, wie anderes Wirtschaften tatsächlich geht. Und was wir uns nicht vorstellen können, das können wir dann eben auch nicht tun. Deswegen braucht es auch sozusagen immer so Denksprünge, die aus einer gelingenden Praxis kommen und sich schöpfen und dann in dieser Praxis wieder erprobt werden. Ja, also zu diesem Entweder-Oder gehört übrigens auch die Trennung von Theorie und Praxis. Und auch da gilt, dass wir das miteinander verbinden und auseinander heraus produzieren müssen. Und drittens, Machtverhältnisse. Das dritte M, Machtverhältnisse, die heutzutage so stark wirken, dass den Menschen im Wortsinne die Grundlagen alternativen Wirtschaftens entzogen werden. Ne? Also wenn du keinen Zugang zu Land hast, kannst du keine andere Landwirtschaft machen, keine aufbauende Landwirtschaft pflegen. Wenn du nicht über Informationen verfügst und deine Daten nicht kontrollierst, kannst du keine alternativen Kommunikationsstrukturen aufbauen, alternative Infrastrukturen herstellen. Und das Problem ist, dass diese Machtverhältnisse tatsächlich so dominant sind, dass sie nicht einfach abgebaut oder bekämpft werden können, also so nach dem Motto David gegen Goliath, sondern eine
erfolgversprechende Strategie, sie zu unterlaufen und tatsächlich dieses Neue, dieses andere zu bauen. Das hat man beispielsweise bei der freien Software gesehen. Ja? Also es ging nicht in erster Linie darum, Microsoft zu bekämpfen, sondern es ging in erster Linie darum, freie Software in die Welt zu bringen, freie Betriebssysteme zu entwickeln, die sich halt sehr leistungsfähig erwiesen haben. Und wenn ich von Machtverhältnissen spreche, dann sind natürlich damit auch die gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse gemeint. Also Rassismus, Sexismus, Klassismus und andere. Und wir dürfen eben nicht vergessen, dass es uns auch so schwer fällt, uns damit auseinanderzusetzen, weil diese Verhältnisse immer durch uns hindurchgehen. Und da bin ich bei einer letzten Trennung und einem letzten Punkt. Die Trennung des Außen und des Innen. Diese Verhältnisse, die wir verändern wollen, die sind nicht nur da draußen, sie sind auch in uns drin. Jede Außenseite hat auch eine Innenseite. Ja, die Außenwand meines Hauses hier ist die Innenwand des Platzes da draußen und so weiter. Und das heißt, gesellschaftliche Transformation muss auch bedeuten, sozusagen das Innere, das, was durch uns durchgeht, zu verändern, also uns selbst. Super. Vielen Dank für diese Ausführungen. Wir haben noch eine wichtige Frage und die würde ich gerne an Christian stellen. Ich will aber kurz noch, ich habe bei allen ein Buch genannt, das habe ich bei Christian unterschlagen, hole ich kurz noch nach. This is not economy. Und das ist auch ein bisschen auch natürlich auch in Bezug zu der Frage, die jetzt kommt. Die Frage ist, wir leben ja in einer stark globalisierten Wirtschaft. Die meisten Produkte, die wir verwenden, haben extrem lange Produktionslieferketten. Es muss, glaube ich, nichts erzählen dazu. Und ist auch ein bisschen die Frage, auch auf diesem Kongress, Süd-Nord-Beziehungen, internationale Produktion, internationale Handelsbeziehungen, wie müssen die mitgedacht werden und wie müssen die auch umgestaltet werden? Also was braucht es in der Richtung? Ich weiß, dass das kein inhaltlicher Schwerpunkt von Now ist, aber es ist trotzdem eine Frage auf diesem Kongress. Vielleicht magst du dazu trotzdem mal was sagen und du hast dafür auch was mit. Sehr gerne. Und ich glaube, es ist ein schönes Anschauungsbeispiel für die 3 M's von Silke, nämlich die derzeit zugrunde liegende wissenschaftliche Theorie für die internationalen Handelsbeziehungen. Hier haben wir es mit einer unfassbaren Monokultur zu tun, die aber Ausdruck eben des immer noch vorherrschenden Paradigmas ist, das von der neoklassischen Wirtschaftswissenschaft gebildet wurde und mit aller Macht aufrechterhalten wird. Ein Wissenschaftstheoretiker hat mal gesagt, rund um ein Paradigma bildet sich ein Denkkollektiv und hält dieses, solange es geht, aufrecht und wird dann völlig blind für neue Zugänge und neue Perspektiven. Das heißt, die glauben dann irgendwann einmal dran, dass mehr Handel mehr Effizienz schafft. Allerdings hier beginnt schon die Ideologie, ein ganz bestimmtes Effizienzverständnis. Und das Ergebnis dieser geglaubten höheren Effizienz ist ein höheres Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, das mittlerweile immer über weitere Strecken delegitimiert ist. Es verliert in demokratischen Umfragen. Und auch die Wissenschaftsgemeinde wendet sich insgesamt von dem einseitigen monetären Versuch, Wohlstand zu messen ab. Dennoch krallt sich das neoklassische Denkkollektiv an diesem Paradigma. Handel dient vorrangig bis ausschließlich dazu, mehr Effizienz zu kreieren und als Ergebnis von höherer Effizienz ein höheres Wirtschaftswachstum, was übrigens empirisch gar nicht zutrifft. Das Wirtschaftswachstum geht seit 40 Jahren pro Kopf zurück, aber selbst das kümmert dieses Denkkollektiv nicht. Die glauben, das hat andere Ursachen oder sie können es gar nicht erklären, weil sie immer nur Ausschnitte betrachten, aber nicht das Ganze. Das ist eine geistige Monokultur, die gleichzeitig eine Machtstruktur ist, weil ja Andersdenkende werden ausgegrenzt und gar nicht zugelassen. Anderes wird gar nicht publiziert oder diskutiert. Und gleichzeitig ist es aus dieser erstarrten Struktur heraus eine mangelnde Fantasie, sich etwas anderes, wie zum Beispiel eben Nord-Süd-Beziehungen oder ein Handelsregime, das zuerst den Blick auf die menschlichen Grundbedürfnisse und auf die Menschenrechte und auf stabile ökologische Rahmenbedingungen lenkt, das kommt dann da natürlich überhaupt gar nicht mehr vor. Und so schlagen wir aber vor, müssen wir es beginnen. Nämlich egal, ob wir uns auf der Ebene von Commons, Märkten oder des Staates bewegen, die Ziele müssen sein,
andere, nämlich zuerst menschliche Bedürfnisse, gleichzeitig Schutz und Erhalt des Lebens. Das darf nicht zueinander in Konflikt treten. Und dann eben die eigentlich schon bestehenden Menschheitsziele von der Erfahrung und sozialem Zusammenhalt über eine gerechte Verteilung bis demokratische Mitbestimmung. Und hier schließt sich der Kreis wieder. Wenn man die Menschen fragen würde, welches Design für die Nord-Süd-Beziehungen, für die internationalen Handelsbeziehungen sie auswählen würden, würden sie vermutlich in keinem Land der Welt Freihandel wählen und in keinem Land der Welt Protektionismus wählen, weil das wieder die einzigen Angebote sind, die in der Politik diskutiert werden. Aber dass es dazwischen differenzierte Handelsbeziehungen, die anderen Zielen und Werten folgen, den genannten, ohne dass Handel maximiert werden muss, ohne dass Grenzen vollkommen geschlossen werden müssen. Ich nenne das zum Beispiel ethischer Welthandel. Das würde vermutlich in jedem einzelnen Land von der Mehrheit der Bevölkerung bevorzugt werden. Aber wir haben eben nicht derzeit nicht den demokratisierten Staat, der es uns erlauben würde, hier etwas anderes zu wählen als das, was die Regierungen vorgeben. Und die Regierungen geben eben leider genau das vor, was die Wirtschaftswissenschaft ihnen ausschließlich vorschlägt. Mehr Freihandel, etwas anderes gibt es nicht. Und wenn nicht, bist du sofort in der Protektionismuskiste, und die ist ja eine Kombination aus Armut und Totalitarismus. Also das ist eine ganz typische Form, die öffentliche Debatte eigentlich zu ersticken, anstatt hier eine Pluralität von Vorschlägen, wie es sie gibt, zu kultivieren als demokratischen Diskurs. Und vielleicht noch zwei konkrete Beispiele, was Elemente sein könnten von so einem anderen Design. Zum Beispiel könnte ein Element sein, dass alle Länder sich verpflichten zu ausgewogenen Handelsbilanzen mit den entsprechenden nötigen einhergehenden Sanktionsmechanismen. Dann gibt es diese Ungleichgewichte von heute nicht. Dann haben wir keine Handelskriege per Definition und keine daraus folgenden politischen Kriege im schlimmeren Fall. Man könnte Unternehmen eine Gemeinwohlbilanz oder eine andere Nachhaltigkeitsprüfung abfordern, und nur wenn die gut oder exzellent ist, dürfen sie freier oder freier handeln. Aber je schlechter die ist, also wenn sie in der Zulieferkette die Menschenrechte verletzen oder Steueroasen nutzen, um dorthin Gewinne zu verschieben oder Regierungen korrumpieren oder klimaschädliche Produkte produzieren, dann werden sie halt vom Welthandel entweder völlig ausgeschlossen oder müssen einen so hohen Preis für den Marktzugang bezahlen, dass es sich gar nicht mehr lohnt, für sie wirtschaftlich tätig zu sein. Das sind ganz neue Ansätze, die im Mainstream der Wirtschaftswissenschaft und deshalb leider auch in der heute üblichen wirtschaftspolitischen Diskussion nicht einmal bedacht werden. Und vielleicht noch abrundend wichtige andere Elemente zum Nord-Süd-Ausgleich ist einerseits ein Erlass der finanziellen Schuld des Südens und gleichzeitig aber auch eine Abgleichung der ökologischen Schuld des Nordens. Und da gibt es auch konkrete Konzepte, die hochspannend sind, die innovativ sind, die kreativ sind, und die müssten halt sowohl stärker in den wirtschaftswissenschaftlichen Diskurs eingespeist werden, aber dann auch in den wirtschaftspolitischen Diskurs. Mir persönlich gefällt die Idee der ökologischen Menschenrechte am besten. Das wäre die Idee, dass alle Menschen auf diesem Planeten ein gleiches ökologisches Verbrauchsrecht erhalten und dass aber die Summe aller individuellen Verbrauchsrechte innerhalb der wissenschaftlich breit bekannten und auch konsensual definierten ökologischen Grenzen des Planeten bleiben. Das wäre sozusagen man beginnt das Design der globalen Märkte mit einer ökologischen Begrenzung, und dann könnte ja das ökologische Knappheitsmanagement effizient stattfinden. Wäre sozusagen die Begrifflichkeit der bisherigen Wirtschaftswissenschaft, aber eben umgemünzt auf die Ziele statt auf die Mittel wie bisher, nämlich auf das Kapital. Und umgemünzt auf die Erhaltung der Ökosysteme könnte ja ein effizientes Knappheitsmanagement vielleicht sogar etwas Positives sein. Das wird sich aber sozusagen aus diesem vielstrangigen, interdisziplinären und multidimensionalen Diskurs dann nach und nach konkreter ergeben. Vielen Dank, Christian. So, das waren jetzt die drei Einstiegsfragen. Und wir sind jetzt pünktlich, trotz verspätetem Anfang, auf der Hälfte der Zeit. Und ich würde jetzt gerne sagen, in die Publikumsfragen übergehen, damit wir da auch viel Zeit haben. Wir können jetzt sicherlich 5, 6 Fragen bearbeiten, jeweils vielleicht mit 1 oder 2 Antwortenden.
Und damit übergebe ich sozusagen, vielleicht braucht es auch kurz ein paar Minuten Pause, ist nochmal die Einladung, dass ihr eure Fragen in den Chat schreibt. Und Nina und Johannes übernehmen das jetzt, die Fragen anzuschauen, auszuwählen und schicken die mir nochmal in den privaten Chat, damit ich sie euch vorlesen kann. Und dann schauen wir, wer sie beantwortet. Genau. Ich gehe jetzt selber auch mal in den Chat. Ah, es gab erstmal noch den Wunsch, etwas zu ergänzen. Okay. Gut. Also ich warte jetzt einfach auf, genau, Fragen, die von Nina kommen, beziehungsweise Silke, ist das noch aktuell, dass du noch was ergänzen möchtest? Nö, das habe ich vorhin schon eingebaut. Alles klar. Alles klar. Nina, bist du da? Die Fragen stehen. Ja. Ja, genau. Ich sehe ihn aber nicht. Ah, okay. Jetzt hallo, hier spricht Jo für die Chat-Moderation. Karin, ja. Die Fragen liegen im privaten Chat. Ja, ich habe ihn jetzt auch offen. Danke. Eine Frage von Anne. An Christian. Ich lese jetzt einfach mal vor, ich habe sie vorher noch nicht gelesen jetzt. Nach den ersten Erfahrungen zur Gemeinwohlökonomie, hast du das Gefühl, dass der Ansatz wirklich den Kapitalismus überwinden kann? Oder stabilisiert ihr eher die Marktwirtschaft, beziehungsweise was braucht es, damit es zur Überwindung kommt? Also da steckt schon mal eine ganz wichtige Differenzierung drinnen. Nämlich stabilisiert die Gemeinwohlökonomie nicht die Marktwirtschaft und was genau, ja, sie würde die Marktwirtschaft stabilisieren, indem sie eine Form der Marktwirtschaft aufzeigt, die nicht kapitalistisch und deshalb akzeptabel ist. Ja, das ist sozusagen die Denkleistung, dass wir eine nicht kapitalistische Marktwirtschaft denken. Die wollen wir erreichen. Das ist natürlich eine Stabilisierung der Marktwirtschaft und gleichzeitig die Überwindung des Kapitalismus. Das heißt, die Aufgabe besteht darin, die kapitalistischen Prinzipien, die heute in der Marktwirtschaft wirken, die herauszulösen und zu überwinden. Und das versucht zumindest die Gemeinwohlökonomie möglich systematisch. Von der Größenbegrenzung von Unternehmen über die Gemeinwohlorientierung sämtlicher Banken und die verpflichtende Erstellung einer Gemeinwohlbilanz für alle Unternehmen bis hin zur Definition einer optimalen Größe aller Unternehmen und dem Vorrang des Kooperationsprinzips vor dem Wettbewerbsprinzip. Das sind ganz viele Gemeinwohlprinzipien, die die kapitalistischen Prinzipien ablösen sollen. Aber ganz am Anfang deiner Frage habe ich herausgehört, wie weit ist man da nach den ersten Erfahrungen? Und ich würde sagen, bei 1% und allerhöchstens bei 2%. Darum ist derzeit durch die ganz zarten ersten Keime der Gemeinwohlökonomie von einer Überwindung des Kapitalismus und des kapitalistischen Systems noch gar nichts zu bemerken. Im Gegenteil, der wird ja noch mächtiger. Also Corona hat den Kapitalismus deutlich gestärkt, um ein Vielfaches dessen, was die Gemeinwohlökonomie bisher schwächen konnte. Aber so darf man es, finde ich, nicht denken, sondern man muss auf die prinzipiellen Designelemente, die wir vorschlagen, gucken, ob die wirklich die kapitalistischen Prinzipien ablösen, zunächst theoretisch und dann, ob auch die praktische Aussicht besteht, dass das mittel- oder längerfristig gelingen kann. Und das ist, glaube ich, der Kern der Frage. Es ist jetzt eine strategische Frage. Und ich glaube, da wir eben eine ganz wichtige Akteursfigur, die sonst selten berücksichtigt wird, also bei ad hoc haben wir sie kaum berücksichtigt und bedient und auch in anderen Zusammenhängen wird sie weniger bedient, nämlich die Unternehmen.
In Deutschland gibt es 4 Millionen Unternehmen, in Österreich 400.000. Und wir haben halt versucht, die in die neue Vision einzubinden. Allerdings, indem wir eben aus kapitalistischen, profitorientierten, auf Konkurrenz ausgerichteten und auf ewiges Wachstum ausgerichtete Organisationen, gemeinwohlorientierte Organisationen von überschaubarer Größe, demokratisch strukturiert und eben das Hauptaugenmerk auf die Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse bei größtmöglicher ökologischer Nachhaltigkeit. Das ist die Übung. Wir sehen weiterhin keinen logischen Widerspruch zwischen dem Anspruch und dem, was wir bisher begonnen haben. Wir sehen nur, dass sozusagen in der realen Zurückdrängung des Kapitalismus, da sind wir noch nicht weit gekommen. Und da muss ich klar sagen, da sind wir noch ganz am Anfang und sehr schwach und da bedarf es noch ganz viel, um da wirklich zu einem Systemwandel maßgeblich beizutragen. Super, danke. Die nächste Frage ist von Ellen und die geht an alle. Das heißt, ihr könnt gleich überlegen, wer von euch Lust hat, zuerst zu antworten. Wo seht ihr die wichtigsten Ansatzpunkte zur Transformation in die von euch skizzierte Richtung? Also die wichtigsten Ansatzpunkte, also wo muss es losgehen? Arbeiten alle an ihren jeweiligen Schwerpunkten? Oder gibt es daneben ein großes gemeinsames Projekt, von dem eine Hebelwirkung für andere Bereiche erwartet wird? Silke oder Matthias würde ich jetzt vorschlagen, dass ihr vielleicht den Einstieg macht und dann kann der Christian gerne noch auch ergänzen. Ich fände es aber auch schön, wenn wir noch ein paar Fragen hören. Vielleicht kann man auch Dinge zusammendenken und zusammenbinden. Die nächste Frage, die hier noch im Chat steht, ist eine ganz andere. Deswegen, also die passt da nicht dazu. Die Nina, also das Chat-Team macht es schon so, dass es sozusagen Themen auch zusammenfasst oder exemplarische Fragen für Komplexe raussucht. Das heißt, wir können jetzt mit der erstmal einsteigen. Dann würde ich vielleicht einen Start machen. Also ich glaube, dass ein zentraler strategischer Ansatzpunkt für die kommenden Jahre die Bearbeitung der Klimakatastrophe sein muss. Und sich da auch viel zusammenbindet, weil die Klimakatastrophe deutlich macht, vielleicht noch mal mehr als andere Krisen und vor allem in einer anderen Dringlichkeit, dass dieses Wirtschaftssystem unsere Umwelt, unsere Lebensgrundlagen an die Wand fährt und wir Alternativen dringend brauchen. Alternativen, die tatsächlich systemisch anderes Wirtschaften in den Vordergrund stellen. Und da anzusetzen und da quasi diese grundsätzlichen Alternativen zu der Idee von grünem Wachstum in den Vordergrund zu stellen, das ist, glaube ich, ein zentraler Ansatzpunkt, wo auch diese Schlaglichter, Fluchtlinien, die von dem Netzwerk Ökonomischer Wandel aufgezeigt werden, auch eine starke Rolle spielen können. Und vielleicht kann ich da mal so anknüpfen an das, was gerade die Frage an Christian auch war. Ich glaube, eine der zentralen Herausforderungen dafür, dass sowas wie Gemeinwohlökonomie tatsächlich auf einer systemischen Ebene transformatorisches Potenzial entfaltet, ist natürlich, dass das nicht einfach eine private Initiative von Unternehmen bleibt, sondern auf der gesetzlichen Ebene verankert wird. Und das ist ja, warum ich es auch so spannend finde, dieses Zurückdrängen von kapitalistischen Märkten und Konkurrenz zusammenzudenken mit einer Demokratisierung von dem Öffentlichen, des Staates, der eben auch ganz grundlegend die Aufgabe bekommen muss, dass wir über den Staat, über öffentliche demokratische Entscheidungen Einfluss darauf nehmen, wie sich die Wirtschaft in den nächsten Jahrzehnten entwickelt und da starke Schwerpunkte setzen. Welche Bereiche der Ökonomie müssen eigentlich wie ausgerichtet werden? In welchen Bereichen braucht es ein starkes Zurückfahren und Ähnliches? Also ich glaube, über das Nachdenken der notwendigen Transformation, sozialökologischen Transformation vor dem Hintergrund der Klimakatastrophe, lassen sich viele der zentralen Herausforderungen auch in einer grundsätzlich anderen Art für die Gesamtgesellschaft auch denken. Vielleicht mal so als Aufschlag. Gerne Silke ergänzen. Ja, da kann ich gut anknüpfen, denn wenn wir die Klimakatastrophe sozusagen als Andockpunkt nehmen, stellt sich ja dann die Frage, und was sind die Aktionsfelder, ne? die Räume, in denen das zu bearbeiten ist. Und da ist natürlich die Energiefrage eine ganz große, die Verkehrsfrage. Aber ich will ein anderes Feld stark machen, nämlich den der aufbauenden Landwirtschaft.
Das hängt auch damit zusammen, dass die Art, wie wir die Grenze der Landwirtschaft, der Waldbewirtschaftung und so weiter verschieben, eben unter anderem Auslöser von solchen Pandemien sind, wie wir sie jetzt erleben, und dass sich in der Art, wie wir Landwirtschaft betreiben, eben auch die Monokulturen des Denkens zeigen, umsetzen und daraus all die Bedrohungen kommen, die ja mit dem Klimawandel einhergehen. Ne? Wasserhaushalt, Biodiversitätsverlust, Desertifikation und so weiter. Also aufbauende Landwirtschaft als ein zentraler Punkt, die Veränderung der landwirtschaftlichen Strukturen, unter anderem auch, weil wir dort eine große, breite gesellschaftliche Zustimmung haben. Eigentlich die Leute wollen schon irgendwie sich nicht vorschreiben lassen, was sie essen, aber wir finden auch keine starke gesellschaftliche, soziale Bewegung dafür, dass die Legehennenbatterien so aussehen, wie sie aussehen, und die Schweine so gehalten werden, wie sie gehalten werden. Ich möchte noch mal einen zweiten Punkt machen, der eher auf einer Metaebene liegt. Also diese Frage, wo geht es los, die triggert so ein bisschen die Idee, irgendwo ist der Anfang und irgendwo ist das Ende, und dann gibt es so einen Weg sozusagen von A nach B, als gäbe es sozusagen so eine lineare Transformation. Aber ich glaube, wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass es an vielen Punkten losgehen kann und dass wir deswegen darauf schauen müssen, was sind eigentlich sozusagen die Muster systemischer Veränderung. Also was ist, wie Christian das vorhin beschrieben hat, was sind die Designelemente, die wir einschreiben in unsere Gestaltungsbereiche, egal ob das Landwirtschaft, Verkehr, Transport und Wohnen ist. Und eines dieser Designelemente ist die Grundlagen dieses anderen Wirtschaftens dem Markt entziehen. Also die Eigentumsverhältnisse verschieben, die Eigentumsfrage nochmal neu zu denken. Und erst wenn wir das tun und damit wieder Zugang zu Boden schaffen, können wir überhaupt aufbauende Landwirtschaft betreiben. Also nicht von einem Ausgangspunkt denken, sondern von vielen Ausgangspunkten, die aber sozusagen Designelemente enthalten müssen, die das Ganze tatsächlich in Richtung Transformation und Emanzipation tragen, und zwar in ihrer systemischen Wirkung. Ich würde gerne ergänzen auf den Aspekt der Frage, wie diese drei Stränge zusammenwirken. Also wir haben noch kein gemeinsames Projekt, kein strategisches Projekt, das noch nicht. Aber wir sind schon in einer etwas tiefer gedrungen, dass sich einfach diese Gedankenwelten wechselseitig durchdringen. Und daraus ergeben sich fast von selbst viele konkrete Perspektiven. Und ich möchte ein paar Beispiele bringen. In der kapitalistischen Marktwirtschaft bilden sich Preise auf Märkten durch Angebot und Nachfrage. Und das ist Gesundheit. Das sind eben Machtverhältnisse, Angebotsmacht und Nachfragemacht. Und das kann dann sowohl zu ausbeuterischen Preisen als auch zu Wucherpreisen und in jedem Fall zur Missachtung menschlicher Grundbedürfnisse und auch der Menschenwürde oder zu ökologischer Zerstörung führen. Und wenn man stattdessen die Prinzipien des Beziehungsaufbaus oder der Beziehungspflege aus dem Commoning als Grundlage für die Preisbildung auf Märkten verwendet, ne, dann ist das ein ganz anderer Zugang, und es können viel sinnvollere und menschlichere und ethischere Preise entstehen. Umgekehrt, wenn wir in der Gemeinwohlökonomie aber genau gleich im Degrowth-Diskurs über eine radikale Arbeitszeitverkürzung nachdenken, aus verschiedenen Überlegungen, aus ökologischen Überlegungen, aber eben auch aus Gender-Überlegungen, aber eben auch damit mehr Zeit für Commoning bleibt und für demokratische Beteiligung im Staat, dann greift das wunderbar ineinander. Wir verbringen weniger Zeit auf Märkten mit Erwerbsarbeit und mehr Zeit mit dem Commoning und demokratischen Entscheidungen. Ein Beispiel dazu wiederum, wenn man die Menschen fragt, wie groß die Ungleichheit maximal sein soll, Beispiel Einkommen, dann kommt weltweit irgendetwas um den Faktor 10 heraus, wenn sie zwischen allen Möglichkeiten der Ungleichheit wählen dürfen. Also sie könnten wählen, dass es keine Ungleichheit geben soll, sie könnten auch wählen, dass es unbegrenzte Ungleichheit geben soll, und es gibt ein wunderbares Abstimmungsverfahren, das systemische Konsensieren, das mehrere Vorschläge zulässt, und alle werden abgestimmt, und es wird nicht die Zustimmung, sondern der Widerstand gemessen,
und es gewinnt dann der Vorschlag, der den geringsten Widerstand hervorruft, sprich den geringsten Schmerz im Kollektivkörper hervorruft, mathematisch gesprochen. Und da gewinnt eben üblicherweise so etwas wie der Faktor 10. Das heißt, es gibt Ungleichheit, aber die höchsten Einkommen sind nicht höher als 10-mal so hoch wie die Mindesteinkommen. Und das wäre sozusagen ein Beispiel, wie man den Staat... Zuerst müsste der Staat so demokratisiert werden, dass so eine Abstimmung überhaupt von den Menschen vorgenommen werden kann. Das ist Demokratisierung des Staates. Und die wirkt dann aber zurück auf die Märkte an erster Stelle. Und wenn dann aber aufgrund dieser Verringerung der Ungleichheit die Machtkonzentration nicht mehr so groß ist wie heute, dann gibt es wieder höhere Chancen, zum Beispiel Rechtsschutz für Commons einzuführen. Und hier mein letztes Beispiel. Wenn wir alles radikal neu denken, also das mittlere M von Silke, dann könnte ein wirtschaftliches Partnerschaftsabkommen zwischen Kanada und der EU anstelle eines Freihandelsabkommens so aussehen, dass Kanada und die EU sich wechselseitig befragen, wie können wir das Klima noch effektiver schützen, wie können wir noch sinnvollere Arbeitsformen schaffen, und dann ist vielleicht Kern des Abkommens ein Austausch über die erfolgreichsten Commons in Kanada und in der EU und die Frage, wie man die Commons rechtlich noch stärker schützen kann, damit sie sich weiter ausbreiten können und dann damit sie Bereiche einnehmen können, die heute noch über Märkte geregelt werden. Ja, das wäre ein komplett anderer Denkansatz, der sich aber aus dem Zusammendenken dieser drei Strategiestränge des gemeinsamen Kompasses ergibt. Super, danke. Kurzer Überblick, es gibt bisher noch drei weitere Fragen. Ich würde gerne eine vorziehen, aber die nur Mario an dich. Ich habe deine, die ist auch dabei hier, die wird nicht übersehen, weil die nochmal strukturell ein Stück weit anschließt und auch nochmal eine Verständnisfrage ist ein Stück weit. Die Bitte an einen oder einen von euch, könnt ihr gleich schauen, wer darauf Lust hat. Könnte mal eine von euch auf der Mikroebene skizzieren, wie ein Markt ohne kapitalistische Strukturen funktionieren könnte? Anhand von Beispielen, zum Beispiel Herstellung von Schuhen, Häusern oder Lebensmitteln. Da ist es wahrscheinlich eine Frage an Christian und oder Matthias. Das wirklich mal verstehen geben, wie dieser Marktmechanismus, sagen, den wir ja, ne, wenn man Marx gelesen hat, hat man so ein Bild von, da werden Waren produziert, die erst auf den Markt sozusagen sich als Ware entpuppen und wenn nicht, wird es weggeschmissen und dort muss konkurriert werden, billiger produziert werden etc. Das ist, glaube ich, nicht so leicht zu verstehen, wie ein nicht kapitalistischer Markt wirklich konkret aussieht. Das vielleicht nochmal ein bisschen genauer ausführen. Das war jetzt natürlich eine Steilvorlage, ne? Dass die Männer erklären sollen, wie das künftig funktioniert. Also, ich fange mal an. Fang du mal an. Genau. Ich habe gerade schon gedacht, als Christian geredet hat, habe ich gedacht, wir müssen natürlich noch einen Punkt erwähnen, den Andrea Vetter gestern Abend auf dem Podium auch angesprochen hat, nämlich welche Sprache sollen wir eigentlich sprechen? Wenn ich vorhin von diesen Kategorien der Trennung geredet habe, dann sind diese Kategorien der Trennung ja mit Begriffen belegt, mit Worten, die wir alle mit der Muttermilch aufgesogen haben. Also das banalste Beispiel, ich komme aus der DDR, es hat mich echt eine Weile gekostet, bis ich überhaupt verstanden habe, was die Welt hier Arbeitnehmerin und Arbeitgeber nennt. Weil da werden ja die Rollen umgetauscht in dieser Benennung. Das heißt, was ein Fehler, den wir nicht machen dürfen, ist zu glauben, dass wir mit den Worten, den Begrifflichkeiten, die wir kennen, dieses neue Wirtschaften beschreiben können. Und Christian hat gerade beschrieben, zum Beispiel das systemische Konsensieren, ganz andere Fähigkeiten zu entscheiden, die zum Beispiel nicht nach dem Mehrheitsprinzip funktionieren. Also uns in die Lage zu versetzen, gemeinstimmig zu entscheiden. Das heißt nicht unbedingt einstimmig, das heißt aber auch nicht immer nach dem Mehrheitsprinzip. Oder zu glauben, zeigt mir einen neoklassischen Ökonomen, der sich vorstellen kann, dass es sowas wie preissouveränen Handel gibt, wo alle Beteiligten auf allen Seiten der Handelskette sozusagen mit darüber entscheiden, was wirklich sozusagen ein gerechter Preis ist und wo der Preis nicht durch das angebliche Gesetz von Angebot und Nachfrage sozusagen aus dem Markt heraus auf uns hinzutritt. Also können wir sowas wie gemeinstimmig entscheiden und preissouveränen Handel treiben. Und es gibt überall in der Welt solche Praktiken, die nennt man eben Commoning. Und es ist auch egal, wie man sie nennt. Jedenfalls sind das Praktiken, in denen andere Selbstverständlichkeiten gelten.
Ein Beispiel, mein Lieblingsbeispiel, ich zitiere es ja auch gern, weil es gerade in einem anderen Stream besprochen wird, aus Venezuela, Seco Sesola. Es ist auch insofern ein gutes Beispiel, weil es tatsächlich riesige Märkte dort gibt. Also Märkte, in denen bis zu 700 Tonnen Lebensmittel umgeschlagen werden und in denen bis zu 700 Tonnen Lebensmittel täglich, jetzt sind es in der Krisenzeit weniger, 250, und in denen in Hochzeiten, also vor der ganzen Fluchtwelle aus Venezuela heraus, bis zu 700.000 Menschen mit bis zu 50% der Waren des täglichen Bedarfs, also mit bis zu 50% aller Dinge, die sie wirklich zum Leben brauchen, versorgt worden sind. Wie machen die das? Die machen genau das. Die treiben preissouveränen Handel. Da gehen die Leute von Seco Sesola, von diesen Märkten, raus auf die Felder, setzen sich mit den Bauern unter einen Baum und fragen ganz ähnlich wie bei uns in den solidarischen Landwirtschaften, was braucht ihr zum Produzieren? Und die Bauern sind es nicht gewohnt, die sind es gewohnt, ihre Produkte sozusagen runter an die nächste Straße zu bringen, wo der Zwischenhändler sie abholt, der sagt, der Marktpreis ist heute so und so und dem haben sie sich zu fügen. Aber da unter dem Baum kann man reden, was brauchen wir denn wirklich zum Produzieren? Und dann ist es Seco Sesola, die Leute von Seco Sesola, die fragen, und die letzten 800 Meter da an diesem steilen Berg, habt ihr an den Esel gedacht, der die Möhren da runterbringt und der auch noch gefüttert werden muss? Und habt ihr auch schon dran gedacht, dass eventuell eine Erneuerung der Bewässerungsrohre ansteht? Und all das wird hineingenommen in den Preis. Die Waren kommen dann auf diese riesigen Märkte in Barquisimeto, der Hauptstadt des Bundesstaates Lara. Und dort werden sie, auch ein ganz interessantes Detail, zum Einheitspreis verkauft. Also man stelle sich vor, die Kartoffeln und die Ananas kosten alles dasselbe. Es ist ein radikales Setzen auf, die Leute nehmen sich das, was sie brauchen und nicht alle nehmen jetzt bloß noch Ananas und keine Kartoffeln mehr. Und in diesen Prozessen ist natürlich irre viel zu entscheiden. Was Seco Sesola sagt ist, todo pasa por el círculo, alles geht immer durch den Kreis. Es gibt also ganz viele Kreise, die sich zusammensetzen und überlegen, was ist hier auf der Grundlage unserer gemeinsamen Kriterien? Verantwortlich zu handeln im Sinne des Gemeinsamen, mit Respekt dem anderen zu begegnen und wenn ich eine Entscheidung treffe, die auch hinterher vertreten zu können, was sozusagen ist da die beste Entscheidung für alle? Und interessant, also das ist mein letzter Punkt, wenn die diese Entscheidungen treffen, das sind etwa 3000 Entscheidungen am Tag, weil das System so groß ist, sie betreiben ja auch ein Krankenhaus, sie betreiben ein Beerdigungsinstitut, sie betreiben ein Erholungszentrum, sie machen ganz viele Bildungsprogramme, sie sorgen wirklich fast für alles, was die Menschen von der Wiege bis zur Bahre brauchen. Also diese 3000 Entscheidungen am Tag, das Interessante ist, die werden gefällt, ohne getroffen zu werden. Sie entstehen aus dem Gespräch. Aus dem Gespräch entsteht die Klarheit, was zu tun ist und was man dem gemeinsamen Gegenüber verantworten kann. Und damit komme ich irgendwie nochmal zum Schluss. Also dieses, wie sieht das andere aus, das kann man nicht einfach vorschreiben. Das müssen wir denkerisch und praktisch entwickeln, dafür eine Sprache finden, die auch mit uns in Resonanz steht. Es muss sich auch gut anfühlen, wenn wir das einüben. Das heißt, wir müssen das üben. Wenn man 43 Mal gemeinstimmig entschieden hat oder systemisch konsensiert hat, kommt einem das vor wie die größte Selbstverständlichkeit der Welt. Ich könnte mich jetzt, Matthias? Das wäre gut, wenn ihr euch ein bisschen kürzer haltet. Es geht wirklich nochmal um die Frage. Also jetzt haben wir andere Vorstellung von einem Markt nochmal gehört. Ein sehr konkretes, greifbares, verstehbares Beispiel. Das Schuh. Hier nochmal ergänzt, genau. Hat schon der David Ricardo verwendet. Aber Matthias, beginnst du und ich würde dann ein Beispiel aufgreifen, ja. Okay, gerne. Ich wollte auch nur ganz kurz darauf hinweisen, dass wir in diesem Buch zum Kongress Zukunft für alle, das auf der Webseite runtergeladen werden kann, einen Versuch gemacht haben, glauben wir, eine nicht-kapitalistische Ökonomie im Jahr 2048 zu skizzieren, in der es auch noch Märkte gibt, als Übergangsphänomen möglicherweise hin zu einer Gesellschaft, in der es auch keine Märkte mehr gibt. Aber das entscheiden die Menschen im Jahr 2048. Und ich glaube, so zentrale drei Kriterien, da gibt es bestimmt noch andere, aber drei Kriterien, die eine notwendige Voraussetzung dafür sind, dass Märkte nicht kapitalistisch sind,
ist zum einen, dass es kein privates Eigentum an Produktionsmitteln mehr gibt. Also alle Produktionsmittel gehören der Gesellschaft oder den Menschen, die mit diesen Produktionsmitteln arbeiten, als Kollektiv. Das ist das eine. Das zweite, es gibt keinen Zwang zum Arbeiten. Alle Menschen können gesellschaftliche Teilhabe, umfassende gesellschaftliche Teilhabe und sich umfassend gesellschaftlich einbringen, ohne Erwerbsarbeit leisten zu müssen. Und als drittes, vielleicht sowas wie, was bei Silke auch schon angeklungen ist, dass die Preise auf den Märkten nicht nach Konkurrenzprinzipien funktionieren, sondern nach kooperativen oder gemeinwohlorientierten Prinzipien von Menschen ausgehandelt werden. Das sind keine Preise, die an Märkten prinzipiell entstehen, sondern das sind Informationsträger für Entscheidungen, die getroffen worden sind. Und so eine Art von Märkten, die eben sehr, sehr stark eingehegt sind, auf bestimmte Gütergruppen konzentriert sind. Daneben gibt es auch viele andere Gütergruppen, die eben die gesellschaftliche Teilhabe sichern und wo die zentralen Entscheidungen demokratische Entscheidungen sind, die diese Märkte durchstrukturieren. Sowas ist vielleicht vorstellbar als Übergangsphänomen zu einer anderen Gesellschaft. Dann mache ich es jetzt umso konkreter, nämlich das Schuhbeispiel. Und also die Vision, die mir vorschwebt, ist, dass da zum Beispiel im Waldviertel, das es in Österreich ja tatsächlich gibt, eine Genossenschaft, eine regionale Genossenschaft gegründet wird, an der man sich beteiligen kann. Das wäre dann in Richtung der Sozialisierung der Produktionsmittel. Es muss nicht zwingend eine Genossenschaft sein. Es könnte auch eine gemeinnützige GmbH sein oder eine GmbH, an der allerdings die privaten Eigentümer nur einen begrenzten Anteil halten können, um eben die Machtkonzentration klein zu halten. Und diese Schuhproduktionsgenossenschaft, die macht jetzt einfach alles systematisch nach ethischen Prinzipien. Das heißt, die schaut, dass sie die Rohstoffe aus der Region bekommt. Das kann mit dem Leder beginnen. Dann muss sie eben mit Landwirtschaftskooperativen zusammenarbeiten, die ein ethisch verträgliches Leder herstellen, das aus der Region kommt. Das kann auch aus Commoning-Betrieben kommen. Dann müssen sie für die Schuhsohlen zum Beispiel, falls sie noch bisher aus dem brasilianischen Regenwald, aus Kautschuk stammen sollten, der nicht nachhaltig wäre, könnte man die regionalen Fachhochschulen beauftragen, eine regionale Alternative zu suchen, so bis die alle Zutaten sozusagen aus der Region stammen. Dann kann man die Beschäftigungsbedingungen durch Mitbestimmungsverhältnisse so gestalten, dass es wirklich Sinn macht, dass sie Nachwuchs- oder Community-freundlich sind, dass Menschen wechseln dürfen, dass sie Eigenverantwortung übernehmen durch entsprechende Organisationsstrukturen. Und ein wesentlicher Punkt wäre eben, dass man die Einkommensverhältnisse demokratisch entscheidet und auch die Führungsstrukturen. Das wär eine maßgebliche Veränderung. Und die Gewinne, die dürfen eben nicht an einzelne Kapitalisten ausgeschüttet werden. Das wäre sozusagen ein ganz wichtiges Prinzip, den Kapitalismus zu brechen. Genossenschafterinnen könnten ja auch theoretisch darauf verzichten, auf eine Genossenschaftsdividende. Die könnten sagen, ich möchte dafür alle 3 Jahre ein neues Paar Schuh zum Beispiel. Das ist meine Genossenschaftsdividende. Und Anteilhaberin könnte ich an einer regionalen Gemeinwohlbörse werden. Die listet alle Genossenschaften oder ähnlich ethisch ausgerichtete Betriebe aus. Und dann kann man neue Kriterien, also Kriterien anstelle der Finanzrendite, kann man neue Kriterien der Mitbestimmung oder der Naturaldividendien oder andere Kriterien definieren, damit Menschen den Anreiz haben, einen Teil ihres Finanzvermögens, das es dann noch geben wird, in regionale Unternehmen, die Arbeitsplätze für ihre Kinder schaffen, die sinnvolle Arbeit schaffen und die vor allem regionale Ressourcen nutzen und die Ökosysteme nicht schädigen. Ja, das wäre sozusagen nach wie vor eine... Ja, und das Letzte, genau, die Preise, das ist das Letzte. Die Preise würden, das ist sozusagen, finde ich, ein sehr interessanter Ansatz der Anthroposophie in diesem Fall. Also wir haben keine Scheu, Anleihen aus den unterschiedlichsten Quellen Gesundheit zu entlehnen, solange sie sound sind, solange sie wirklich gesund sind, aber dass sich die gesamte Zulieferkette um einen runden Tisch wickelt und dann sich gegenseitig in die Augen schaut und alle sagen, was benötigst du für einen Energieausgleich oder für einen Preis? Wir bewegen uns auf Märkten.
Und der wird dann entweder akzeptiert oder fein verhandelt. Das ist ein ganz, das wäre sozusagen eine Transformation von kapitalistischen in Richtung gemeinwohlorientierte Märkte. Vielen Dank. Ich würde gerne eine Frage, die da sehr gut zu passt, noch anschließen, bevor wir dann nochmal auf die andere Ebene, nämlich auch die des Aktivismus, kommen. Oder auch vielleicht zwei Fragen, damit da ein bisschen ein roter Faden drin ist. Und zwar genau diese Frage, wie denn die Eigentumsverhältnisse, wie ihr jetzt beschrieben habt, die verändert werden müssen, also mehr kollektives Eigentum, mehr gemeinschaftliches Eigentum, wie sollen denn die gegenwärtigen Eigentumsverhältnisse wirklich verändert werden? Also da gibt es ja, das ist ja sehr stark geschützt, also Eigentumsrecht ist sozusagen verbrieft, wird vom Staat geschützt und die das Eigentum haben, werden es ja nicht so leicht hergeben. Also ein bisschen auch aus der Strategie-Ecke gefragt. Wer hat Lust darauf zu antworten von euch? Aber ich lasse auch gern den anderen den Vortritt. Könnte nur mit einem Mann dienen, von daher beginn mal du, Silke, und ich setze dann fort. Naja, ich mach's mal grundsätzlich, weil es an dieser Stelle aus meiner Sicht nötig ist. Ich bin in der Befassung mit dem Thema zu der Erkenntnis gekommen, dass wir auch so Sachen wie Gemeineigentum statt Privateigentum nochmal unter die Lupe nehmen müssen. Denn wenn wir uns das genau anschauen, dann ist der Unterschied eigentlich nicht wirklich prinzipieller Art, sondern eben eher gradueller Art. Also beim Privateigentum ist es in der Regel eine Person oder vielleicht auch eine legale Person, eine Rechtsperson, die Eigentümerin ist. Und beim Gemeineigentum ist das eben eine Gruppe. Also schon so, die Gruppe der Entscheiderinnen ist größer und derer, die verfügen über das Eigentum, ist dann auch größer. Aber es ist eigentlich nur ein gradueller Unterschied. Ne? Und das kennen wir aber auch aus allen Diskussionen, dass die Organisationsformen oder Rechtsformen schlechthin noch kein Garant dafür sind, dass sich kulturell was verschiebt. Und was sich ja kulturell verschieben muss, ist, dass wir quasi begreifen, dass Eigentum ein Beziehungsbegriff ist. Also jedes Haben ist auch ein Nichthaben. Ja, und deswegen hat diese Welt des Habens auch so viele Habenichts hervorgebracht. Und deswegen ist es wichtig, dass sozusagen alles, was vom Eigentum berührt wird, von uns wieder in den Blick genommen wird. Und das sind eben nicht nur immer die anderen, sondern halt auch die Natur, die künftigen Generationen, aber auch die vergangenen Generationen. Und es ist letztlich auch die Beziehung zu mir selbst, die sich verändert. Also diese Sache mit dem Eigentum, das macht halt irre was mit uns. Da hängen wir dran und uns davon zu lösen, ist alles gar nicht so einfach. Kurz und gut, und ich bleibe auf dieser abstrakten Ebene, damit ich den Kollegen die Ausführungen im Beispiel überlassen kann. Wir brauchen sowas wie diese Beziehungshaftigkeit des Habens, die muss wieder in unsere Rechtsformen. Ich glaube, also das, ne, das Eigentum immer ganz viele Beziehungen strukturiert und vorstrukturiert und eben nicht nur die Beziehung zu anderen Menschen. Und dafür gibt es ganz wenige geeignete Rechtsformen. Der Versuch, das Verantwortungseigentum jetzt zu etablieren, was aus der Purpose-Stiftung herauskommt, oder die Idee, dass Institutionen sich selbst gehören, das sind so Versuche in diese Richtung. Das ist so das Konkreteste, was ich gerade sehe, um an anderen Rechtsformen nochmal herumzudenken. Und es gibt das, was vorhin auch schon angesprochen wurde, nämlich es gibt so ein paar Dinge, die so grundlegend für ein würdiges Leben sind, dass sie dieser Verfügung über, also dieser Herrschaft, der Dominanz über die Dinge entzogen werden sollten. Und dazu gehören meiner Ansicht nach vier Dinge. Boden, Arbeit, Geld und Wissen. Diese vier Dinge, vielleicht ist es das, was Matthias vorhin mit Produktionsmittel bezeichnet hat, diese vier Dinge gehören sozusagen dieser Übergriffigkeit des Eigentums grundsätzlich entzogen.
Genau, ich würde gerne die Frage noch mal ein bisschen zuspitzen, weil sozusagen da geht es ja wirklich auch um die Frage, wer setzt das durch, dass sich die Eigentumsverhältnisse verändern? Das ist, glaube ich, die Frage auch so ein bisschen, die dahinter steckt. Vielleicht könnt ihr beide dazu noch was sagen. Gerne. Kann ich beginnen, Matthias, oder? Ja. Ja, ich würde jetzt ganz strukturell antworten. Ich finde, es fehlt sowohl in den Lehrbüchern als auch in den Verfassungen eine neutrale Übersicht, welche Eigentumsformen es gibt. Und dann jeweils ein gelingendes Beispiel dazu, statt dass die wirtschaftswissenschaftlichen Lehrbücher im Wesentlichen ausschließlich privates Eigentum behandeln, ein bisschen schwächer öffentliche Güter, und die Alimenten werden mit dem Verweis auf Garrett Hardin, die Tragödie der Alimente, die vermeintliche Tragödie der Alimente, abgefertigt, obwohl dort ja nicht einmal eine Alimente beschrieben wird, sondern einfach freies Land, das niemandem gehört. Und das wird dann halt schnell mal angeeignet von irgendjemandem, der ein Aneignungsinteresse hat, aber da wird ja gar keine Alimente behandelt. Und darum, was sozusagen neutrale Wissenschaft wäre, dass alle Eigentumsformen, öffentliches Eigentum, privates Eigentum, Kollektiveigentum, Gesellschaftseigentum, Nutzungsrecht an Natur und vielleicht auch noch nicht nutzbare geschützte Natur, das sind schon einmal 6 Formen, vielleicht gibt es noch eine 7., eine 8., und Wissenschaft wäre, dass die Vorzüge und die Gefahren jeder Eigentumsart beschrieben werden und anhand von Beispielen illustriert werden. Und das findet in Lehrbüchern nicht statt und in Verfassungen auch nicht. Also Verfassungen sind da viel zu schwammig und unklar, und ich finde, gleichermaßen müssten in Verfassungen alle Eigentumsorten kurz beschrieben, legitimiert und geschützt werden. Und dann haben auch alternative Eigentumsformen eine Chance. Letztlich die Macht, die zentrale Machtfrage, finde ich, ist die Demokratiefrage, weil über Demokratie können Rechtsverhältnisse geändert werden. Aber bei den Rechtsverhältnissen ist derzeit die allergrößte Machtkonzentration bei dem einseitigen und maßlosen Schutz des Privateigentums. Dort müsste sich das Rechtsverhältnis ändern. Und das ginge meiner Einschätzung nach nur mit einer anderen Form der Demokratie, wie wir sie vorhin schon an anderen Beispielen angesprochen haben. Vielleicht ergänze ich ganz kurz nochmal so ein bisschen mehr mit dem Fokus auf, wie kann das überhaupt dazu kommen? Ich glaube, auf jeden Fall ist diese Frage, wie die Eigentumsverhältnisse sich verändern, vielleicht die zentrale strategische Herausforderung für grundsätzliche Gesellschaftsveränderungen ist. Und da gibt es bisher keine guten Antworten drauf. Und da sind wir auch als Bewegungen, als die vielfältigen Bewegungen, die auch in diesem Kongress versammelt sind, auch noch relativ schlecht aufgestellt. Quasi die Frage jenseits der konzeptuellen Ebene, was sind alternative Formen des Eigentums zu beantworten, zu sagen, wie können wir das eigentlich hinkriegen, diese Machtfrage zu stellen. Und ich glaube, Ansatzpunkte sind zum einen die Skandalisierung der extremen Ungleichheit, in der ein Großteil des weltweiten Vermögens in der Hand von sehr, sehr wenigen, vor allem Männern, konzentriert ist. Zum Zweiten glaube ich, dass gerade in den Kämpfen, in so konkreten Kämpfen wie denen um den Wohnungsmarkt, sich da so Ansatzpunkte aufzeigen, wo die Eigentumsfrage nochmal ganz neu diskutiert wird, beispielsweise mit der Kampagne, die deutsche Wohnen zu enteignen und Ähnlichem. Also quasi ganz konkret aufzuzeigen, wo privates Eigentum den Bedürfnissen von Menschen zu wohnen ganz konkret entgegensteht und es diesen Widerspruch gibt. Da lässt sich, glaube ich, viel draus machen. Da ist auch viel politische Musik drin. Ähnlich müsste aber noch viel mehr gestärkt werden, eben Betriebsbesetzungen, also die konkrete Infragestellung von privaten Produktionsmitteln in konkreten Betrieben. Und als Drittes, glaube ich, ist so ein Punkt, wo sich anknüpfen lässt, vielleicht wieder die Klimakatastrophe, wo sich sehr, sehr deutlich zeigt, dass ohne Infragestellen von Privateigentum, dem Privateigentum in diesem Falle vor allem an dem Grund und Boden und den fossilen Brennstoffen, die sich unter diesem Grund und Boden befinden, wenn das nicht infrage gestellt wird, dann lässt sich Klimawandel nicht mehr aufhalten. Da gibt es Berechnungen, die zeigen, dass 5-mal mehr fossile Brennstoffe privat jetzt schon besessen und an Finanzmärkten gehandelt werden, als überhaupt noch emittiert werden dürfen durch das Verbrennen dieser fossilen Brennstoffe, um innerhalb der nur 2-Grad-Grenze zu bleiben. Und ich glaube, hier zeigt sich sehr, sehr stark der Widerspruch zwischen dem Schutz des Privateigentums und dem Leben. Und da müssen wir, glaube ich, stärker reingehen, in diesem Widerspruch zu arbeiten und eben Privateigentum zunehmend zu delegitimieren. Da gibt es gerade einen Hoffnungsfunken,
dass in der breiten Bevölkerung diese Prioritäten, was ist heiliger, das Leben oder das Privateigentum, hier eine andere Schichtung vorliegt als bei den Eliten. Das war der französische Bürgerinnenrat zum Klimaschutz. Ne? Da während die Regierung das Privateigentum immer weiter schützt, hat der Bürgerinnenrat ergeben, dass Ökozid zu einem völkerrechtlichen Verbrechen in der Verfassung verankert werden soll. Das heißt, dass der Schutz des Lebens Vorrang bekommt vor dem Schutz von Eigentumssorten. Das wäre ein erster Hinweis darauf, dass die Bevölkerung dem Schutz des Lebens Vorrang einräumen würde. Daraus könnte man, wenn man sehr optimistisch ist, ableiten, dass es vielleicht eines Tages tatsächlich kein Eigentum an Natur mehr geben darf, weil ja das Leben vor dem Menschen da war und sozusagen die Aneignung des Lebens durch den Menschen ein Anachronismus ist und auch einfach prinzipiell illegitim. Und dort, wo es aber noch legitim ist, dass der Mensch nämlich an selbst geschaffenen, was weiß ich, Immobilien oder auch Unternehmen, dass er in einem begrenzten Ausmaß noch Eigentumsrechte erwerben darf, dann müssen die an das Allgemeinwohl rückgebunden werden. Und da würde ich eine vierte Strategie ergänzen, Matthias, nämlich, dass man an den bestehenden Verfassungsbestimmungen, die ja da sind, aber die dann nicht durchdekliniert werden in den Ausführungsgesetzen. Konkret steht in Artikel 14 im Grundgesetz, dass Eigentum verpflichtet, gemeint ist hier nicht nur privat, auch öffentliches Eigentum, aber vor allem halt, weil es einen Überhang an Privateigentum gibt, verpflichtet und sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Das ist eigentlich der aufgelegte Verfassungselfmeter für eine verpflichtende Gemeinwohlbilanz für Unternehmen. Das Privateigentum ist nur dann noch legitim, wenn es nachweist, dass es das Gemeinwohl zumindest nicht schädigt und im Idealfall mehrt. Also das finde ich einen vierten Hebel, dass man dort, wo es noch Privateigentum gibt, und wie gesagt, das ist ein sehr langer Weg, bis Privateigentum nur noch eine von mehreren Eigentumsformen sein wird, aber dass einer der vier Veränderungshebel auf dem Weg dorthin eben die stärkere Einforderung der Gemeinwohlbindung durch konkrete Instrumente, wie zum Beispiel eine Gemeinwohlbilanz ist, die dann wiederum Auswirkungen hat auf die weiteren Verfügungsrechte. Wer das Gemeinwohl schädigt, verliert die Eigentumsrechte oder sie werden eingeschränkt. Und wer aber sozusagen das Allgemeinwohl mehrt, in dessen Händen, und das können auch dann Genossenschaften oder andere Kollektivformen des oder Purpose-Eigentum, wie ihr genannt habt, sein, dort werden dann die Eigentumsrechte weitergewährt oder sogar ein bisschen ausgebaut relativ. Okay. Ja, es gibt noch zwei Fragen und wir haben ja die Erlaubnis, ein bisschen zu überziehen. Ich würde also es gibt noch eine Frage zu Banken und Finanzmärkten und es gibt eine Frage sozusagen zum Umgang mit uns Aktivistinnen. Ich würde jetzt mal die Frage von Mario vorziehen und die Fragen mit den Banken vielleicht auch zum Abschluss dann machen. Wenn schon Klimaschützerinnen als verfassungsfeindlich abgestempelt werden, weil sie sich auch gegen den Kapitalismus engagieren, wie seht ihr die Zukunft für die Menschen, die sich gegen diese Monokultur-Machtstruktur engagieren wollen? Wird es noch mehr Repression geben? Also Now zieht ja klar Position und das ist ja auch normal, dass das erstmal kritisch beäugt wird, wenn man was anderes möchte. Wie seht ihr das? Also wie geht ihr damit um, potenziell vielleicht vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden und Repressionen ausgesetzt zu sein? Da reichen vielleicht zwei Antworten und dann können wir zu der anderen Frage noch kommen. Genau. Matthias? Also ich kann ganz kurz, ich glaube, ich sehe überhaupt gar keine Gefahr, dass wir jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet werden als Now. Aber natürlich gibt es die Gefahr für, und es zeigt sich ja jetzt schon an allen konkreten Stellen, wo Menschen in Kämpfen drinstecken, die sich gegen die aktuellen Macht- und Herrschaftsverhältnisse, Eigentumsformen etc. stellen und da teilweise auch Formen des Protestes wählen, die notwendig und legitim sind, wie ziviler Ungehorsam, weil nur sie zu tatsächlichen Veränderungen führen können. Beispiel Klimakatastrophe, da haben wir gesehen, dass sich durch Proteste sehr, sehr wenig ändern lässt, durch zivilen Ungehorsam des Ausmaßes, wie es bisher war, leider auch noch nicht. Aber dass sich Menschen, die sich so engagieren, da in den Fokus des Verfassungsschutzes geraten, glaube ich, ist definitiv der Fall. Und wir sollten auch nicht unterschätzen, dass natürlich die
grundsätzlichen Gesellschaftsveränderungen, die wir hier auf dem Kongress Zukunft für alle diskutieren, auf Widerstand stoßen werden. Und ich glaube, es ist gut, ehrlich damit zu sein, sich darauf einzustellen. Und deswegen umso wichtiger ist es, glaube ich, die Herausforderung für uns, Zukunftserzählungen zu entwickeln, die anschlussfähig sind und die begeistern, die eine neue Hegemonie in der Gesellschaft, Zustimmung bei idealerweise den Mehrheiten erzeugen für das, was wir wollen. Weil anders können wir diese grundsätzlichen Gesellschaftsveränderungen nicht durchsetzen. Ich glaube, in vielen Punkten gibt es prinzipiell diese Mehrheiten schon angedeutet, aber die müssen, diese Mehrheiten haben noch nicht das Vertrauen, sie sind nicht kanalisiert, in was es eigentlich heißt, konkrete Gesellschaftsveränderungen in diese Richtung tatsächlich auszubuchstabieren und dann auch durchzusetzen. Und ich glaube, da gibt es noch total viel zu tun für das Netzwerk Ökonomischer Wandel und für uns als breitere Bewegungen. Ja, ich würde einen ganz anderen Ansatz wählen. Also ich finde, wenn man die Verfassungen hineinblickt, die sind sehr viel mehr auf unserer Seite als auf der Seite des Systems. Das müsste man viel deutlicher machen. Ich sage auch manchmal eigentlich, wenn die neoklassischen wirtschaftswissenschaftlichen Lehrveranstaltungen hier Eigennutzenmaximierung statt Menschenwürde und Solidarität, Wettbewerb und Wachstum statt Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit lehren, dann müsste eigentlich dort mal der Verfassungsschutz nachschauen, was die für ein Wertesystem in die Welt setzen und welchen Schaden sie damit anrichten. Während hingegen wir ja die Stärkungen der Verfassungen und der bestehenden Verfassungswerte und der Sozialbindung des Eigentums einfordern. Also da zunächst mal keine Angst vor den Verfassungen, A, und B, dann eine Stärkung des demokratischen Rechtsstaates und der Grundrechte. Und das bräuchte eben wieder die Demokratisierung des Staates, damit man zum Beispiel nicht per Dekret Grundrechte aushebeln kann oder damit notfalls nicht die Regierung feststellen kann, wann ein Ausnahmezustand oder ein Notstand vorliegt, sondern dass das mindestens das Parlament oder im besten Fall vielleicht sogar der Souverän selbst feststellen kann. Also da glaube ich, wäre die Antwort die Weiterentwicklung des demokratischen Rechtsstaates, der Ausbau der Grundrechte und die Bindung der demokratisch konstituierten Gewalten an die Kontrolle des Souveräns. Das ist aber aus meinem Verständnis, das haben wir jetzt noch nicht breiter besprochen, Teilaufgabe oder eine Teilstrategie der umfassenden Demokratisierung von Staaten. Eine sehr ermutigende Reaktion auf diese Frage. Silke, möchtest du noch ergänzen? Das ist okay? Gut. Genau. Die letzte Frage, die jetzt hier noch steht, ist die Frage zu den Finanzmärkten. Welche Rolle spielen eigentlich Banken und internationale Finanzmärkte? Sagen noch mal ein kleines neues Kapitel, aber wir haben es auch schon ein bisschen angeschnitten. Vielleicht dazu noch, und wenn dann noch Zeit ist, würde ich gerne am Ende noch kurz fragen, wie sich Menschen denn einbringen können in den Wandel, den wir favorisieren. Also erstmal die Rolle zu den Banken und Finanzmärkten. Ja, und ich fühle mich gerufen als Initiator des ehemaligen Projekts Bank für Gemeinwohl und jetzt Genossenschaft für Gemeinwohl. Wir haben ein Gemeinwohlkonto in Österreich angeboten, aber vor allem eben aufgrund eines anderen Buches. Bin ein bisschen im Dilemma wegen der Zeit, weil ich eigentlich Schmerzgrenze 10 Minuten übersehen kann. Darum mache ich es vielleicht kurz. Wenn wir über die Ausweitung öffentlicher Güter nachdenken, dann finde ich, sollte Geld dazu zählen. Das heißt, dass Geld nicht ein privates, sondern ein öffentliches Gut ist, dass das gesamte Geld- und Finanzsystem tendenziell eine öffentliche Infrastruktur wird. Das könnte bedeuten, dass Banken gemeinwohlorientiert sein müssen und keine gewinnorientierten Organisationen mehr sein dürfen. Es könnte aber noch weitergehend bedeuten, dass die gesamten Finanzmärkte in ihrer Funktion als Handelsmärkte, dass man aktiver Wertpapiere handeln kann, das könnte vielleicht vollkommen geschlossen werden, damit wir nur noch die basalen Funktionen von Geld als Zahlungsmittel und von Kredit zum Beispiel als Finanzierungsform und auch von Kapital im Sinne von Eigenkapital an gemeinwohlorientierten Genossenschaften, die keine
Finanzdividende ausgießen. So könnte man Finanzmärkte transformieren. Das könnte ich jetzt runterbrechen, Spieltisch für Spieltisch. Vielleicht nur ein Beispiel der Staatsanleihen. Man braucht überhaupt keinen Markt für Staatsanleihen mehr, wenn A, der demokratischen Zentralbank erlaubt wird, bis zu einer bestimmten Obergrenze, zum Beispiel 50% des Bruttoinlandsprodukts, zinsfreie Kredite an den Staat zu vergeben. Dann muss sich der Staat nicht teuer auf irgendwelchen Finanzmärkten verschulden, Beispiel 1. Und dann gibt's überhaupt keine Finanzmärkte mehr. Ich könnte jetzt da tiefer einsteigen, aber ich glaube, das führt zu weit. Der Punkt ist, 90% dessen, was Finanzmärkte heute sind, also einschließlich des Investmentbankings, des Hochfrequenzhandels, der Schattenbanken, der Geierfonds und der Hedgefonds, das ist alles verzichtbar und wirtschaftlich nicht nötig. Und die Grundfunktionen von Geld, Finanzierung, Kapital, die kann man auf wenige gut beaufsichtigte und gemeinwohlorientierte Funktionen begrenzen und die eben so designen, dass sie keinen Schaden anrichten, sondern in den Dienst der gemeinsamen Grundwerte und der Grundziele des Wirtschaftens, nämlich es geht um die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse, unter Nichtschädigung des Planeten und unter Einhaltung demokratischer Grundwerte. Da haben diese ganzen Derivate einfach keinen Beitrag zu leisten für. Und darum kann man auf die samt und sonders verzichten. Also es wäre ich würde sagen, insgesamt 90% dessen des Finanzgeschehens heute ist verzichtbar und sollte auch gesund geschrumpft werden. Dankeschön. Ich muss mal einen Gedanken ergänzen. Also ich glaube auch, dass das komplementär ist. Im Grunde ist das ja das, was Christian sagt, dasselbe, was ich auch vorhin gesagt habe, zu sagen, Geld darf keine Ware sein. Können wir das denn denken? Können wir einen Umgang mit Tauschmitteln denken, in dem das Tauschmittel selbst keine Ware ist, sondern sozusagen in seiner Funktion und in seinem Wert auch immer wieder zur Disposition steht? Und da ist wirklich erstmal dieser Anfangspunkt zu sagen, ein Großteil dessen, was heute Finanzmarkttransaktionen sind, ist im Wortsinne wertlos, also schafft nichts Sinnvolles und Wertvolles für die Menschen und für die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. Es ist ein guter Ausgangspunkt in der Argumentation. Und dann aber auch zu sagen, dass wir Geld sozusagen dem Markt entziehen und zu etwas anderem transformieren, legt den Fokus weg von der Frage, mit oder ohne Geld, darf es noch Geld geben oder darf es kein Geld mehr geben oder darf es überhaupt noch Tauschmittel geben oder darf es keine Tauschmittel mehr geben. Also weg von dieser Frage hin zu der Frage, welche Beziehungsweisen wir mit existierenden Tauschmitteln in die Welt bringen. Also so wie wir es vorhin beschrieben haben, am preissouveränen Handel zwischen den Bauern in der Andenregion und den Leuten, die Waren dieser Bauern auf den Märkten in der Großstadt vertreiben und weitergeben. Da gibt es dieses Tauschmittel noch. Aber es wird in einer Weise bewegt, dass es die Beziehungen anders strukturiert als das auf dem Finanzmarkt der Fall ist. So, vielen Dank. Ich würde gerne tatsächlich wir haben es noch 2 Minuten, die würde ich gerne auch halten, wenn das okay ist. Deswegen jetzt den Wunsch an euch drei. Überlegt euch bitte einen Satz noch zu dem Abschluss, nämlich was können einzelne Menschen, die hier auf dem Kongress sind, die sich engagieren, tun, wie können sie sich einbringen, vielleicht lokal, was sind so Sachen, die ihr natürlich auch aus eurer ganz persönlichen Perspektive und eurem eigenen Engagement anderen anbietet, um aktiv zu werden. Ein Satz und dann sind wir auch tatsächlich am Ende. Wer zuerst einen zurecht gelegt hat, darf sprechen. Dann fange ich an, also abgesehen vom Mitbegleiten von Now in den einzelnen Initiativen engagieren, sei es die Gemeinwohlbilanz fürs nächste Unternehmen zu machen, die eigene Kommune zu einer Gemeinwohlgemeinde zu machen oder in Österreich ein Gemeinwohlkonto zu eröffnen oder die eigene Bank, egal wo, dazu bringen, ein Gemeinwohlkonto überhaupt anzubieten. Danke. Soll ich weitermachen? Ganz kurz noch zu Finanzmärkten, gibt es am Samstag noch ein spannendes Podium, wer sich dafür interessiert, kann da nochmal reinschalten. Ich glaube,
oder ich würde mir wünschen, dass wir alle uns mehr in den Orten, wo wir jeweils aktiv sind, den sozialen Bewegungen, in denen wir involviert sind und so weiter, stärker die Perspektive von Systemveränderungen einbringen und die Hoffnung und Klarheit, dass ein anderes System möglich ist und dass wir es erreichen können, da jeweils stärken. Als Grundorientierung für die Kämpfe, die aktuell laufen, ist es, glaube ich, eine zentrale Voraussetzung dafür, dass wir irgendwann auch zu dem Ziel einer anderen Gesellschaft kommen. Danke. Boah, jetzt habe ich lange nachgedacht und immer noch keine richtige Idee. Das heißt, ich sage mal was ganz Einfaches. Now braucht Systemadmins, Designerinnen, Menschen, die uns unterstützen, diese ganze öffentliche Kommunikation zu handeln, weil echt unser Aufruf auf unheimlich positives Interesse gestoßen ist und wir da jetzt noch eine Ebene tiefer gehen wollen. Wir brauchen Unterstützung an allen Ecken und Enden, kommt ins nächste Now-Café oder so. Und ich hoffe, das war ein spannendes Podium für euch. Super, das war quasi auch schon das Schlusswort. Dann bedanke ich mich ganz kurz, um es bei dieser Zeit jetzt auch zu belassen und hoffe, dass wir euch ein paar wichtige Gedanken und spannende Gedanken mit auf den Weg gegeben haben und vielleicht sieht man sich an der einen oder anderen Stelle wieder. Vielen Dank alle. Vielen Dank an euch alle. Macht's gut. Tschüss.